Das ist natürlich, sage ich mal, nicht gut, wenn man bestehende und große Bestände weiterhin verwalten möchte. Die Vienna Insurance Group hat gerade ihr riesengroßes Transformations- und Digitalisierungsprogramm, das größte ihrer Geschichte, durchgezogen und abgeschlossen. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Was sind denn Ihre drei so größten Erfolge und Learnings? Also zum einen, die größten Erfolge ist, dass wir jetzt für die Zukunft vorbereitet sind. Und das hätte sich vor einigen Jahren noch niemand vorstellen können bei uns im Konzern. Das andere ist, dass das Miteinander, und zwar von Business und IT, genau dieses Unmögliche geschafft hat und wir ganz nebenbei eines der größten Betriebsrisiken und auch deutlich Kosten rausnehmen konnten. Darf ich fragen, was das für ein Betriebsrisiko war? Ja, wir sind, die Legacy-Anwendungen sind in Wirklichkeit out of skills gelaufen und das ist natürlich, sage ich mal, nicht gut, wenn man bestehende und große Bestände weiterhin verwalten möchte und auch nach vorne hin erfolgreich bleiben will. Sie haben es angesprochen, Business und IT zusammen haben das geschafft. Es ist ja nicht immer eine Liebesbeziehung. Haben Sie für die Leute, die dazu gucken, vielleicht vor den Herausforderungen stehen, den Tipp, wie man das gut hinkriegt, diese beiden Welten zusammen zu kriegen? Ja, das erstens ansprechen, immer draufbleiben, ganz konsequent und sobald man respektvoll miteinander umgeht und versucht, für die Firma zu agieren und nicht in einzelnen Bereichen und, ich sage mal, Gedankenmustern stecken bleibt, dann schafft man das auch gemeinsam. MSG, was verbinden Sie mit denen und vor allem, wo grenzen die sich eigentlich ab zu den anderen? Also ich würde es nicht abgrenzen nennen, sondern sie zeichnen sich auch durch Commitment. Und zwar das Commitment, das sowohl vertraglich abgegeben, aber vor allem menschlich durchgeführt wird.